So, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Am besten, ja genau, ich wollte gerade sagen, wir looten erstmal. 5 Kartoffelschuss, 2 Küsse von Lys. Okay, hier geht's direkt weiter. Also muss ich die erst aufladen wieder. Oder müssen wir... Wobei das ist für blau, ne? Das hier. Dann brauche ich rechts den grünen, theoretisch. Gibt's, macht der anders auf? Woanders auf? Ne. Nur die beiden. Okay, dann muss ich erst darüber und mir den grünen holen, irgendwie. Dim. So, auch eine Rote. Row. Ach, da unten. Unnötig kompliziert. Oh. Gibt's hier eine Kiste? Base spammen? Nö. Ist hier irgendwie eine Kiste? Nö. Und aktivieren. Also auch noch benutzen. Ich gehe davon aus, dass hier jetzt auf ist. Yes. 3 Feuerschuss. Nice. So, ich glaube, wir haben dann allen möglichen Loot hier in dem Raum. Also, muss ich auch noch benutzen, ne? Macht ja Sinn. Du, was jetzt? Oh, ein Endgegner. Irgendwie ein Boss. Endgegner, das Wort benutzt man glaube ich auch nicht mehr, oder? Boss. Boss ist eigentlich das. Oh Gott. Erderschütterung. Okay, ich werde mal einen Feuerschuss ausprobieren. Ich werde vielleicht mit dem ganz normale Schüsse machen und mit dem anderen dann. Oh Gott. Da hätte ich ihn jetzt schon besiegt, naja. Oh yeah, Levelaufstieg. 10 Gegner, niemand gestorben. Nice. 1 TP jeweils. Das war's schon. Das war's schon. Ach ja, ungefähre Spielzeit dieses Games sind 30 Stunden. Hier ist es, eine uralte Scheibe. Sieht echt aus. Was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht eine Art zeremonieller Schmuck? Okay, ja, vielleicht. Gut, hervorragend. Ich schätze, zu Hause in Zaber können wir dafür ein hübsches Sümmchen kriegen. Gehen wir. Ich will den Laden aufräumen und meine Füße kurz hochlegen, bevor wir essen. Altes Artefakt. War es wirklich? Hier muss es doch noch mehr geben. Der könnte bestimmt eine Cutscene, dass uns das jemand das Ding abnimmt, oder? Oder Onkel Benjo verschwindet. Oder gekidnappt wird. Irgendwie sowas wird passieren, ich bin mir ziemlich sicher. Fähigkeiten benutze. Onkel Benjo, nein! Irgendwie gehe ich von sowas aus. Ich kenne solche Spiele. Findet heraus, wo sie hingehen. Adrian. Oder auch nicht. Nee, doch noch nicht. Okay, hätte ich jetzt gedacht. Du hast dich auf unseren Schatzsuchenden in letzter Zeit wirklich gut angestellt. Ich bin stolz auf dich, Amon. Danke, Onkel. Hier hast du ein paar Talente.
Die hast du dir verdient. Sie passen auf das Talentbrett, das ich dir gegeben habe. Jetzt kannst du deinen Fähigkeiten einen Feinschliff verpassen. Wende die Talente auf dem Brett, um deine Werte und Fähigkeiten zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit neue Talente anbringen kannst. Danke. Du solltest es jetzt ausprobieren. Okay. Willkommen am Talentbrett. Das Talentbrett wird benutzt, um den Charakter zu verbessern, indem du Fähigkeiten, Werte oder Vorteilstalente hinzugefügt. Indem Fähigkeiten, Worte oder Vorteilstalente hinzugefügt werden. So. Okay. Fähigkeiten, Talente. Diese Talente gewähren dem Charakter neue Fähigkeiten. Fähigkeiten, Talente sind charakterspezifisch, aber können gegen andere Fähigkeiten, Talente des gleichen Charakters ausgetauscht werden. Werte, Talente. Ein Wertetalent verbessert die Werte eines Charakters und kann unter den Charakteren ausgetauscht werden. Vorteilstalente. Ein Vorteilstalent verleiht einem Charakter passive Fähigkeiten und kann unter den Charakteren ausgetauscht werden. Das Ursprungstalent ist einzigartig für jeden Charakter und ist die Quelle der Macht aller Talente. Alle neuen Talente müssen mit dem Ursprungstalent verbunden sein, um aktiv zu sein. Um ein neues Talent hinzuzufügen, braucht man einen Talentpunkt. Das neue Talent muss neben einem bereits aktiven Talent hinzugefügt werden. Alles klar. Setze das Talent für die Fähigkeit Zielen markieren neben dem Ursprungstalent ein. Beachte, dass das Wertetalentangriff ebenfalls aktiviert worden ist, weil es sich nun neben einem aktiven Talent befindet. Viel Spaß dabei, die Charaktere nach deiner eigenen Vorstellung aufzubauen. Nice. Adrenalinschub. Sandwurf. Fähigkeitstalent verursacht minus 75% Ausweichwert, minus 95% Genauigkeitswert. Adrenalinschub verleiht Tempo plus 40% Geschwindigkeitswert und Ausweichen plus 300%. Das ist auch nice. Das wäre vielleicht mit dem gar nicht schlecht, weil er auch so weit... weil das eigentlich sinnvoll wäre für ihn, weißt du? Weil er nicht wirklich viel HP. Okay, ich werde ihm aber dann mal ein Heilbalsam genau verpassen. Guten Abend, der Herr. Oh, hat nicht meine Hitbox. Danke. Nix. Ezra. Oh. Ezra Bridger aus Star Wars Rebels. Wenn das Sovianische Imperium dieses Koboldproblem in der Wüste nicht in den Griff bekommt, werden wir wohl keine weitere Luftschiffe mehr sehen. Ezra wird auch mit Z geschrieben, nicht mit S. Also jedenfalls der aus Star Wars. So, Gelehrter der Feder der Eule. Zauber ist ein so interessantes kleines Juwel. Der Ruhm und die Kämpfe der Vergangenheit halten sich noch immer in den alten Mauerziegeln. Entschuldigt, ich muss mit meinen Beobachtungen fortfahren. Bist du gespannt auf das Turnier zum Festival der Magie Amon? Oh ja, du nicht? Ich hoffe, es wird lustig. Es gab im Zauber nicht sonderlich viel zu lachen, seit Frau Bullenquest gestorben ist. Ich vermisse ihre Theaterstücke. Ich glaube, es hätte sie gefreut, dass ihre Bühne nun so eine Arena wird. Die Osi hätte es geliebt, niemals fehlte ihren Theaterstück ein dritter Akt voller Kampf. Okay, ich glaube, ich sollte nochmal sprechen. Hier. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Was ist das? Was ist das? Oh, die zwei Leute. Oh Gott, jetzt gibt's Stress. Oder auch nicht. Reden. Sparks. Hör zu. Ich habe merkwürdige Leute in der Gegend gesehen. Das glaube ich gern, Sparks. Wirklich merkwürdige Leute. Ja, Sparks, sicher. Nur keine Sorge. Du machst dir zu viele Sorgen, weißt du das? Hallo, Fremder. Du siehst aus, als ob du dich verlaufen hättest. Nein, Herr. Ich bin doch in Zaba, oder? Du bist in Zaba. Ich muss los. Genieße deinen Aufenthalt. In der Arena gibt es keinen Ruhm zu ernten. Ich werde dich vorher zerschmettern. Guten Abend. Ah, oh, ist das teuer. Heilbalsam 100. Wir sind teuer, ne? Ist schön teuer. So eine von den merkwürdigen Leuten. Wie geht? Ne, Ifridös. Gut, Amon wollte gerade zum Sammeln raus. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Ifridös. Bevor ich in die Arena gehe, erstmal
Was muss. Achso, Benjo. Ich muss mit Benjo noch reden. Warum haben die das nicht vorher schon? Benjo. Okay, gut. Geh ruhig weiter zu Lady Evandu und verkaufe das Artefakt. Bitte ein bisschen putzen, bevor ich uns Käfersuppe koche. Käfersuppe, schon wieder? Hey, sie ist köstlich und gut für dich. Okay, also erstmal was verkaufen. Was ist denn Lady? Wer ist denn Lady Evandu? Das war niemand. Das war. Ach nee, das war Runchita. Ach, hatte ich hätte lesen sollen. Was ich weiß, dass er dir vielleicht von der Teilnahme abraten wird. Natürlich ist er nur übertrieben fürsorglich. Ich wette, er wäre furchtbar stolz auf dich, egal wie es ausginge. Meinst du? Allerdings Grüßen von mir, ja? Sicher, ich wünsche dir einen schönen Mondzyklus, Runchita. Wir sehen uns später. Runstige Runchita. So. Ist das da hinten... Hä, wieso kann ich denn... Jetzt geht's. Wer ist denn... Aha. Hi, Lady Evandu. Hallo, Amon, du hast ein Artefakt für mich. Ja, ich und Benjo haben eins gefunden, diese Scheibe. Mal sehen. Schwierig, ja, ja. Weißt du, was es ist? Nein, aber sag deinem Onkel, dass ich mich nicht gut darum kümmern würde. Hier hast du $1000 dafür. Okay, klingt gut. Das Ding ist bestimmt 2 Millionen wert. Entschuldigt, mein Herr. Dieser Gegenstand ist definitiv aus der Zeit vor den todbringenden Stillstand. Ich habe ein paar der Symbole schon einmal gesehen, auf Artefakten im großen Archiv. Unsere Hocheule könnte wahrscheinlich herausfinden, was es ist. Entschuldige, wir sind hier gerade am Geschäfte machen. Aus der Zeit vor dem todbringenden Stillstand, sagt ihr? Und in diesem großen Archiv werdet ihr herausfinden, was es ist? Ja, mein Herr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das können, ja. Das ist eine Mischung aus Hase und Wildschwein, oder was ist das? Wo befindet sich dieses große Archiv denn? Amon, was machst du da? Ich soll doch... Tut mir leid, Lady Evandu. Ich bin vielleicht ein Plünderer, aber ich bin wirklich neugierig wegen dieses Artefaktes. Das große Archiv befindet sich in Suvir, im Haus der Feder der Eule. Suvir, nun, das ist weit weg. Onkel wäre ziemlich beeindruckt. Seid ihr sicher, dass ihr herausfinden könnt, was diese Scheibe ist? Oh ja, ziemlich sicher. Wir haben dort einige außergewöhnliche Dinge und suchen immer nach weiteren, um unseren Wissen über die verlorene Zivilisation aus der Zeit vor den... dem Tod bringen, den Stillstand zu erweitern. Kennt ihr diesen Ort mit den Eulen? Aber sicher, ich arbeite für das Haus der Feder der Eule, mein Herr. Helft ihr mir, dorthin zu kommen? Es wäre mir eine Freude, euch hinzugeleiten. Großartig, gehen wir. Ich muss leider erst noch eine Frau namens Ulia Alakbato finden. Ich muss ihr eine Nachricht von der Hocheule überbringen. Ihr habt sie nicht gesehen, von ihr gehört? Keine Ahnung, wer diese Ulia ist. Ist sie hier in Zaber? Das ist es, ja. Das heißt, sie ist überall und nirgendwo. Ich helfe euch, sie zu finden, wenn ihr mir mit dem Artefakt helft. Ihr seid zu gütig, mein Herr. Nennt mich Arm. Ich bin Gnarrt, Tiger Moth, Berkel, Hase und Diener des Hocheule Lady Lumia, Risendale. Okay, ich bin einfach nur Arm. Lasst uns bei der Gelehrten hier in Zaber nachfragen, ob sie weiß, wo Olia ist. Das notiere ich mir auch in meinem Protokoll. Ich mag es, Buch über meine Reisen zu führen, damit ich es später nachschlagen kann. Gnarrt ist der Gruppe beigetreten. Freundschaftstutorial freigeschaltet. Gnarrt's Logbuch. Ich bin endlich in Zaber angekommen. Okay. Ich bin endlich in Zaber angekommen. Diese alte Stadt triebt vor Geschichte, die aus dem Sand und den Mauern förmlich herausquillt. Ich darf nicht vergessen, mir den alten Brunnen näher anzusehen, ehe ich nach Suvir zurückkehre. Zwar bereue ich nicht mehr, Suvir verlassen zu haben, aber durstig bin ich noch immer. Jetzt muss ich bloß diese Ulia Alakbato finden, eine streunende Eule, wie Lady Lumia mir erzählte. Ob ich wohl jemals erfahren werde, weshalb das der Fall ist, hoffentlich wird Ulia selbst freundlich und gesprächig auf den Rückweg nach Suvir sein. So. Durch die Wüste. Man hat mir gesagt, dass es hier oben im Luftschiff schön kühl wäre. Dabei musste der Kapitän lachen. Anscheinend gilt das nur für die Hochflieger und nicht die Sandschleicher, wie er diese niedrigfliegenden Luftschiffe nennt. Ich habe nur noch eine einzige Flasche Wasser übrig und alles, was ich sehe, ist noch mehr Wüste. Und das in alle Himmelsrichtungen. Ich bereue es jetzt wirklich nicht, die Küste entlang gereist zu sein.
Wenn ich es mir recht überlege, bereue ich es sogar, überhaupt hierher gekommen zu sein. Die Hocheule hätte jemand anders schicken können. Reisen liegen mir nicht und Abenteuer schon gar nicht. Ich sehne mich nach meinem Kerzenlicht und meinen staubigen Büchern. Ich bin traurig, Suvir verlassen zu müssen. Ich weiß ja, dass es komisch klingt. Ich bin ja schließlich ein Ferkelhase, der ständig von unserem wundervollen Langowald schwärmt. Aber die belebten Straßen, die Fehler, die Gerüche und die schreienden Händler, denke ich dabei weniger. Also Andi, okay. Nein. Es sind die Bücher und das gesamte Wissen des großen Archivs, die mir wirklich fehlen werden. Lady Lumia hat mir versprochen, dass die Mission nicht lange dauern wird und dass ich bald wieder nach Suvir zurückkehren kann. Aber mein Bauch sagt mir, dass dem wohl nicht so sein wird. Und ich rede hier nicht vom ständigen Brummen, das ist bloß mein Heißhunger auf Weizenbier mit Beeren. Der Brunnen? Okay, bevor ich jetzt weitergehe. Aha. Hallo, die Hocheule hat mich geschickt. Ich habe eine Botschaft für Ulia Alakbato. Weiß so zufällig, wo ich sie finden kann. Das letzte, was ich gehört habe, ist ein Gerücht, dass sie in Richtung Ramo unterwegs sei. Das Sumpfland? Ja, nördlich von hier, nicht weit weg. Ich bringe euch hin. Danke für deine Hilfe, suchende Eule. Lebe wohl, Ferkelhase, möge Lüst dich voranbringen. Nun gut, Herr Amon, wir reisen dann wohl mit der Kutsche? Oh nein, wir werden durch die Wildnis laufen. Wildnis? Also ist es dort nicht sicher? Mit mir sicher genug. Das Ding, sollen wir jetzt erst Arena oder sollen wir... Ich versuche meine Karte so gut es geht auf dem Laufenden zu halten. Nur damit du es weißt, ich zeichne Plätze ein, an denen wir waren und markiere bekannte Orte. Schau. Oh, das ist natürlich eine... Ja. Kampf. Achso, ne. Zaber, Sumpf. Okay, das ist natürlich schön. Bindungen. What? Was sind das denn für Dinger? Jetzt bin ich gespannt. Hey Amon, ich kenne mich mit Kämpfen und Abenteuern und so überhaupt nicht aus. Ich werde helfen, so gut ich kann. In meiner Magierhaltung kann ich Gruppen mit Lila mit Regenerieren heilen. Außerdem kann ich Schläger nutzen, um etwas Schaden zuzufügen, aber nur ein klein wenig. Du weißt ja, dass ich in Kämpfen immer etwas nervös werde. Woher? Die kennen sich doch gerade erst. Doch wenn ich meine Fokushaltung einnehme, vergesse ich irgendwie, was um mich herum geschieht. In meiner Fokushaltung kann ich die ganze Gruppe weiterhin verstärken. Danke für die Information, genau. Gut zu wissen, dass wir ein Team sind. Ich möchte eigentlich den. Wobei Wasser und dann, naja. Was? Ich will es mal ausprobieren. Nice. Ich versuche mal den Feuerschuss. Naja. Hat das irgendwie Schaden gemacht? Nicht wirklich. Drei Gegner. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir nicht so ein Multi-Attack oder so auf alle? Das wäre nice. Amon, da wir ein Kampfpaar sind, habe ich das Gefühl, dass es eine Kampfbindung zwischen uns gibt. Jedes Mal, wenn wir den Gegner angreifen oder einander helfen, spüre ich, wie die Kampfbindung wächst. Wenn die Kampfbindung vollständig aufgeladen ist, können wir unsere Superhaltung aktivieren. Ich kann es gar nicht erwarten, die Macht meiner Blaster-S-Haltung zu entfesseln. Ich finde das ein bisschen aus dem... Ja, ist auch egal. Oh nein, der brennt. Was? Verfehlt? Ich dachte, ich lasse den übrig für den.
Was? Immer noch nicht. Alter Schwede. Renn auch. Toll. Das sind übrigens die Dinger aus Creativeverse scheinbar. Diese Känguru-Dinger, die mit brennendem Schwanz hier umlaufen. So. Ist zurück. Zurück. So. Wurde eigentlich heilen. Regeneration. Geht doch. Kann ich die Fähigkeit auch außerhalb des Inventars eigentlich auch einsetzen? Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, finde ich. Fähigkeiten. Warum kann ich das nicht einsetzen? Ich weiß es nicht. Was hat der denn für Super Regen S? Okay. Sollte ich vielleicht relativ früh einsetzen gleich. Irgendwie ist der Gegner weg, warum auch immer. Genau, unsere Kampfbindung ist vollständig aufgeladen. Kann ich jetzt meine Blaster-Herzhaltung benutzen? Ja, aber wenn du die Kampfbindung aktivierst, wirst du sehen, wie es zu einem Supersegment wird. Die Anzahl der Supersegmente hängt von unserem Bindungslevel ab. Je höher das Bindungslevel, desto mehr Segmente werden wir haben. Drücke Q und mache sie fertig. Ah, okay. Kann dann alle heilen, oder was? Nice. Ich glaube, das Ding ist tot, oder was? Regeneration. Eigentlich kann ich auch, bevor es gar nicht klappt. Aber der geht mal auf Fokus. Ich will nur mal wissen, was passiert. Und der wechselt auch mal. Wenn wir uns eh heilen können, dann macht es auch nichts, wenn ich schwächere Angriffe mache hier. Okay. Aha. Ich werde so viele Kämpfe wie möglich machen. Erstmal. Das ist wie bei Pokémon. Am Anfang freut man sich noch immer zu kämpfen. Und irgendwann denkt man so. Naja. Ich brenne. Ich muss gleich mal auf viel wechseln oder so.
Also kann ich noch gar nicht. Zahlenmäßig unterliegen. Plus ein, ja. Okay, ich werde mal kurz die Haltung ändern. So. Dann benutze ich den einen Gegner hier als ein bisschen. Wir werden jetzt heilen erstmal. So. Ich. Regeneration. Und Blaster S könnte ich nutzen. Mache ich aber noch nicht. Das lohnt sich aber nicht. Stehlen. Haha. Ich weiß auch noch nicht, wo ich genau landen soll. Oh Gott, ich glaube, ich habe nicht rechtzeitig gedrückt. Ah, shit. Doch, habe ich. Ja, und los. Okay. Why not? Schläger. So, healen natürlich. Der braucht das. Okay, dann heile ich den gleich mal selber. Ah, ich wollte den anderen, egal. Oh nein. Wie verfehlt. So, geht doch. Yeah, Amon, Level 3. Oh Gott, was ist da denn für eine View hier? Toll. So. Warte mal, kann ich jetzt Talente? Hat er jetzt einen Punkt? Ja, er hat zwei Punkte. Und das finde ich eigentlich sinnvoll, also den Schub. Ich gucke trotzdem nochmal. Aus Höhlen. Nahkampfangriff. Aha. Ja, okay. Einzigartige passive Fähigkeit, okay. So, hoch, was? So. Passiv ist gut. Hä? Also ich kann nur für die. Also Rüstung, Agilität. Mache ich. Okay, für die habe ich leider nichts. Die brauche ich nicht erstmal, die Fähigkeit, bin ich der Meinung. Ich lasse einmal die TP dann
TP sage ich schon. Lasse ich erstmal die Talente so. Kann ich die Kamera ändern? Ja, geht doch. Dafür brauche ich die Maus. Geht doch. Ich wusste, das ist nützlich. Ja, wusste ich nicht. War Glück. Aber trotzdem. Oha, was ist hier denn los? Was ist das für ein großes Ding?